Ich glaube an die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen. Ich glaube an die heilige christliche Kirche. Ich glaube, die Aussage heute, die wir uns im Glaubensbekenntnis anschauen, wird uns wahrscheinlich schwieriger über die Lippen gehen als die Aussagen so aus den vergangenen Wochen. Ich glaube an Gott, den Vater, safe, gar kein Problem. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, aber sowas von sicher dat. Und spätestens seit der FIUCO, ich glaube an den Heiligen Geist, geht uns auch locker, leicht über die Lippen. Aber an die heilige christliche Kirche, warum dieses Bekenntnis vielleicht so viel herausfordernder ist, ist in dem Einstiegsvideo deutlich geworden, das stellvertretend stehen soll für all die Schmerzpunkte, die man mit Kirche haben kann. Unzählbare Spaltungen, krasses Leitungsversagen, Machtmissbrauch, geistlicher Missbrauch, körperlicher Missbrauch. Und es müssen gar nicht nur so diese ganz tragischen, ganz schlimmen Verfehlungen sein, sondern vielleicht auch die Erfahrung, dass Kirche oft einfach allzu menschlich ist, dass es irgendwie sich nicht groß abhebt, dass wir gucken, das Maß der Liebe, die Bereitschaft, das Wohl von anderen in den Mittelpunkt zu stellen oder die Art und Weise, wie wir Konflikte führen, dass da viel Potenzial zur Ernüchterung ist. Und ich glaube, aufgrund dieser Missstände ist es gerade in unserer individualisierten Gesellschaft ist die Versuchung hoch, dass wir viele kleine Monokirchen bilden können. Hey, ich und mein Herr Jesus, mein Lieblingsprediger beim Podcast und dann noch die starken Worship-Songs irgendwie bei YouTube, wo ich dann zu Hause immer im Bett Gottesdienst feiern kann. Oder eine andere Reaktion, die man immer wieder sieht, dass Menschen schlimme Erfahrungen mit Gemeinde gemacht haben, schlimme Erfahrungen mit Kirche gemacht haben, dass sie darüber zynisch und bitter werden, möglichst weiten Abstand zu diesem Laden suchen und Gemeinde irgendwie abgeschrieben haben. Eine dritte Reaktion, die ich nennen möchte, ist vielleicht eher so für die Pflichtbewussten. Hey, man geht irgendwie noch sonntags zum Gottesdienst, man nimmt irgendwie noch am Gemeindeleben da. Man ist da, aber irgendwie doch nicht da. Also man macht es irgendwie so wie so ein frommes To-Do, das man abhaken muss. Aber im Herzen ist man gar nicht dabei, sondern in Gedanken vielleicht schon irgendwie ganz woanders. Und alle drei Reaktionen sind nachvollziehbar, sind irgendwie verstehbar, aber sie werden nicht dem gerecht, wie Jesus, wie die frühen Christen über Gemeinde gedacht, wie sie Gemeinde verstanden haben. Und dazu ließe sich natürlich ganz, ganz viel sagen. Ich will heute nur auf zwei Punkte eingehen, die uns hoffentlich ein ganz starkes Warum geben, warum wir an Gemeinde festhalten und nicht nur festhalten, sondern auch Gemeinde hochhalten. Auch wenn ein Gottesdienst im Bett vielleicht verlockend ist oder der Frust über Gemeinde beziehungsweise die Ernüchterung über Gemeinde groß ist. Hey, Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom, Römer 12, Vers 5, genauso bilden wir alle in Christus einen Leib und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Mit anderen Worten sagt Paulus hier, hey, es ist unmöglich, Christ zu sein und nicht zu denen zu gehören, die auch in Christus sind. Per Definition hat eine Christin eine Verbindung mit und eine Verantwortung für andere Christen. Wenn Gott mein Vater ist, dann sind seine Leute meine Familie und ich soll meine Familie so behandeln, wie mein Vater es gerne will. Kirche ist keine Veranstaltung, die wir besuchen, sondern ein Körper, zu dem wir gehören. Ich sage den Satz nochmal. Kirche ist keine Veranstaltung, die wir besuchen, sondern ein Körper, zu dem wir gehören. Hey, und die Ekklesiologie von Paulus, so sein Verständnis von Kirche ist ja auf wirklich auf dramatischste Art und Weise entstanden. Da war ja noch ein Christenverfolger, noch kein Jesus-Nachfolger. Auf dem Weg nach Damaskus, fettes Licht, er fällt zu Boden und dann auf einmal diese Stimme, Paulus verfolgt die frühen Christen. Paulus ist auf dem Weg nach Damaskus, um die frühe Gemeinde zu verfolgen. Dann hört er diese Stimme, warum verfolgst du mich? Und Paulus so, ja, wer bist du, mit wem spreche ich da? Und dann nachzulesen, Apostelgeschichte 9, ich bin Jesus, den du verfolgst. Paulus verfolgt also die frühe Kirche und dann hat er dieses dramatische Ereignis, als ihm der auferstandene Jesus erscheint, sich ihm in den Weg stellt und nicht sagt, warum verfolgst du meine Kirche oder warum verfolgst du meine Leute, sondern er sagt ihm, warum verfolgst du mich?
Und ich glaube, als Paulus entweder im Nachhinein direkt oder dann irgendwann später, wenn er ein bisschen Zeit hat, darüber zu reflektieren, oder als er die ersten Briefe an Gemeinden geschrieben hat, als es ihm wie Schuppen vor den Augen fielen, Herr Jesus identifiziert sich nicht nur ein bisschen mit seinen Leuten, mit seiner Kirche, sondern wirklich mit Haut und Haar. Damals, als ich die frühe Kirche verfolgt habe, ging es nicht, hey, warum verfolgst du meine Leute, sondern warum verfolgst du mich? Die Verbindung zwischen Jesus und seinen Leuten ist so eng, dass das, was man ihnen antut, Jesus angetan wird. Und Paulus fasst diese Erkenntnis in diesem Bild zusammen, was für uns so bekannt ist, wo wir uns so dran gewöhnt haben, was ein revolutionäres Bild ist, und zwar, dass die Kirche der Leib Jesu hier auf Erden ist. Hey, und ganz ehrlich, dieses Verständnis, sorry an die Gitarrenspieler Leni, oh. Dieses Verständnis bewegt mich und fordert mich heraus. Meine Liebe zu Jesus beinhaltet auch meine Liebe zu seinem Leib. Wenn Jesus, der sich dem Christenverfolger Paulus in den Weg gestellt hat, der gute Herr in meinem Leben ist, dann darf Kirche nicht nur irgendwie eine fromme Randnotiz sein, sondern soll eine Herzensangelegenheit sein. Die Option, Jesus von seiner Kirche zu trennen, kennt das Neue Testament nicht. Und Jesus selbst unterstreicht ja seine Identifikation mit seinen Leuten, wenn er in Matthäus 25 sagt, hey, was ihr einem dieser geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Genau derselbe Gedanke wieder. Hey, was ihr einem dieser meiner Leute angetan habt, was ihr dieser meiner Kirche getan habt, das habt ihr mir getan. Wieder das Prinzip, wie wir seine Leute behandeln, so behandeln wir Jesus. Und wenn wir es versäumen, seinen Leuten zu dienen, vor allem den geringsten unter ihnen, dann versäumen wir es, Jesus zu dienen. Aber das Gegenteil stimmt genauso, wenn wir seinen Leuten dienen, wenn wir seinen Leuten, den Geringsten und den anderen unter ihnen Gutes tun, dann tun wir Jesus höchstpersönlich Gutes. Warum also Gemeinde? Und ich glaube, dass heute wahrscheinlich was immer wichtig, aber ich glaube, dass es heute so wichtig ist, diesen Grund zu schärfen, damit wir nicht irgendwie zynisch, desinteressiert oder frustriert in Bezug auf Gemeinde werden. Warum Gemeinde? Weil, als du Ja zu Jesus gesagt hast, du auch Ja zu seinem Körper, zu seinem Leib, zu seinen Leuten gesagt hast. Nur Jesus ohne Gemeinde, das gibt's nicht. Denn Gemeinde ist keine Veranstaltung, die wir besuchen, sondern ein Körper, zu dem wir gehören. Und zweitens, weil Jesus sich mit diesem Körper, mit der Kirche weltweit und mit der Ortsgemeinde in deiner Nähe aufs Engste identifiziert. So sehr, dass das, was seiner Kirche angetan wird, ihm angetan wird, das Gute wie das Schlechte. Und ich finde, das sind zwei echt starke Punkte, die Paulus macht, die so ein Warum für Kirche, warum wir Kirche hochhalten, warum wir an Kirche festhalten, auch wenn vielleicht Zeiten sind, die herausfordernd sind, warum wir das machen können. Und ich will mit ein paar abschließenden Gedanken zu uns enden. Hey, unser Wiedenester Claims, ich weiß nicht, ob der draußen steht, ich wollte eigentlich vorhin schon mal gucken, war dann aber zu knapp dran ist. Impulse für Gemeinden weltweit. Mich hat in den letzten Wochen bewegt, wie wir alle zusammen als ein Werk die Move-Kurse durchgeführt haben und dann die FIUCO durchgeführt haben, wie die unterschiedlichen Bereiche zusammengearbeitet haben und jeder seinen Part ausgefüllt hat. Hey, und der Bedarf von Gemeinden an guten Impulsen ist enorm. Es ist ein hoher, hoher Bedarf, da dass gute Impulse gegeben werden. Und ich glaube, dass wir hier als Forum Wiedenest, so Gott will, weiterhin einen echten Mehrwert schaffen können. Und vielleicht hilft dir diese Perspektive, hilft dir dieses Warum, weiß ich, wenn sich auf deinem Schreibtisch mal wieder die Rechnungen türmen und als Rechnungsadresse nicht Forum Wiedenest angegeben worden ist, wenn irgendwie du Mahlzeiten für hunderte von Menschen planen und organisieren musst oder wenn ihr als BTA an all dem Struggle oder an all dem, was ihr an der BTA zu tun habt, noch auf irgendwelchen Fiokos und Vorbereitungswochenenden rumtouren müsst. Vielleicht hilft das, da dieses Warum zu haben. Warum machen wir das Ganze hier? Warum Forum Wiedenest? Weil wir ein Herzensanliegen von Jesus zu unserem Herzensanliegen machen, und zwar seine Gemeinde. Diese wollen wir weltweit durch ganz unterschiedliche Impulse unterstützen. Und in diesem Sinne, ich glaube an die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen.
Und ich will jetzt so als kurze Reaktion uns einen Moment der Stille geben, so eine Minute vielleicht, wo du einfach in Zwiesprache mit Jesus treten kannst. Und einfach mit Jesus irgendwie vielleicht drüber nachdenkst, hey, wie geht's dir gerade mit Jesus und seiner Braut, also vor allem mit seiner Braut, mit seiner Kirche. Und vielleicht ärgert dich das, was ich gesagt habe, das ist in Ordnung, oder es inspiriert dich oder es bewegt dich irgendwie. Aber dass wir da uns eine Minute Zeit nehmen, um mit Jesus ins Gespräch zu kommen, über seine Kirche. Und die Band darf schon mal nach vorne kommen und dann werde ich mit einem Gebet abschließen und wir werden noch ein Lobpreislied singen. Jesus, ich danke dir, dass du Paulus auf so krasse Weise begegnet bist. Ich danke dir für die Aussagen über Kirche, die wir im Neuen Testament finden. Dich gibt es nicht ohne deine Kirche. Und du liebst deine Kirche so sehr, du identifizierst dich mit ihr so sehr, dass das, wie wir Kirche behandeln, wie wir über Kirche denken, dass das einen direkten Bezug auf dich hat. Und Herr, du siehst, wo legitimer Frust da ist, wo legitime Enttäuschung ist, wo vielleicht auch Verletzungen da sind, wo Gemeinden einfach unter ihren Möglichkeiten geblieben sind, wo sie wirklich schuldig geworden sind vielleicht auch. Und ich bete, dass du unsere Herzen nimmst, dass du unsere Herzen heilst, wo sie Heilung notwendig haben. Und dass wir immer wieder neu uns von deinem Bild von Kirche inspirieren und motivieren lassen. Nicht, weil Kirche fehlerlos oder perfekt ist, sondern weil du deine Gemeinde so sehr liebt hast, Jesus, und wir wollen dich lieben. Und dazu gehört deine Kirche. Und so bete ich, dass Wiedenest ein Ort ist, wo wir Gemeinden unterstützen, wo Gemeinden durch unsere Impulse, durch deinen Segen mit aufblühen können und dass das etwas ist, was wir hier gemeinsam leben und ausleben wollen. Amen.